Vom FC Bayern berichtet Florian Bogner. Video: Rummenigge warnt, dürfen nicht arrogant dahingehen, klingt nicht gerade zum Fürchten. Doch Sevilla hatte bis zur 87. Minute noch 2:0 geführt. Barcelona kam mit einem schmeichelhaften Thomas Müller Remis davon. Und Bayern waren gewarnt. FC Bayern und der Spanienfluch. Nach Spanien reisten Münchner in den letzten Jahren nicht so gerne. Zumindest nicht so erfolgreich. Entsprechend angespannt wirkte der Bayern-Toss am Ostermontagmorgen am Münchner Flughafen. Entschlossene Gesichter, das ja, aber Respekt fliegt mit. Zuvor hatten sie sich bereits zu einem gemeinsamen Frühstück getroffen. Das ist kein Glückslos und kein Traumlos. Wir wissen, was können, sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge über den Europa-League-Sieger der Jahre 2014 bis 2016 und erzählte sogleich, dass Bayern ja von 2014 bis 2017 immer von spanischen Gegnern aus der Königsklasse rausgekegelt worden sind. Bei der Statistik darf man nicht arrogant oder gar überheblich an Sache rangehen. Wir wissen, was uns erwartet. Der Gegner heißt zwar nicht Barcelona, Real Madrid oder Atletico Madrid, was es aber nicht unbedingt besser macht. Denn der FC Sevilla ist eine Unbekannte unter den letzten 8 der Champions League, eine unangenehme Mannschaft, schwer einzuschätzen, nachzufragen bei Manchester United 0:0 und 1:2 im Achtelfinale. Müller bestätigt Erwartungsdruck. Der Name des FC Bayern ist sicher klangvoller, deswegen ist Erwartungsdruck da. Aber dem wollen wir auch gerecht werden, sagte Thomas Müller vor Abflug. Wir wollen weiterkommen, sind uns aber der Herausforderung bewusst. Das 6:0 gegen Borussia Dortmund hatten Bayern ohnehin schon am Samstagabend ad acta gelegt. Es wird wesentlich schwerer werden, das weiß ich heute schon, sagte Rummenigge. Wir treffen auf einen Gegner, den man absolut alles andere als unterschätzen darf. Wir werden 2 gute Spiele brauchen, um ins Halbfinale einzuziehen. Der Kader des FC Bayern für das Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Sevilla: Sven Ulreich, Tom Starke, Christian Früchtel, Joshua Kimmich, Rafinha, David Alaba, Jerome Boateng, Mats Hummels, Niklas Süle, Juan Bernat, Javi Martinez, Corentin Tolisso, Thiago, Sebastian Rudi, Arturo Vidal, Thomas Müller, Arjen Robben, Frank Ribery, James Rodriguez, Robert Lewandowski, Sandro Wagner. Video: Ribery in Galaform, unser Hero of the Week lässt den FC Bayern feiern.